Hallo und herzlich willkommen zurück zu FTB Unleashed mit Commerce Gandalf. Du wärst gerade zu früh. Das war zu früh. Du hast vergessen zu drücken? Ja, ich habe aber jetzt gedrückt. Ganz schnell. Er hat vergessen zu drücken, steinigt ihn! Wo jetzt? Ich brauche einen Cobblestone. So, ich geh mal den Rest holen, den wir brauchen. Und dann beginne ich mich nach unten zu graben, um mein Lager zu bauen. So, die rosa Tür schmeiße ich jetzt einfach ins Wasser. Ich müsste übergehen, die Lava holen. Ich glaube, ich fange an mit dem Lager. Wieso? Ich sehe, dass alle beide Kisten sind einfach brechend voll. Bis ich das drüben habe, ich müsste viermal gehen. Viermal laufen. Kannst du das Crafting Table bitte aufheben? Hallo? Typ, kannst du das Crafting Table bitte aufheben? Ich kann mit dem Zauber nicht anfangen, na toll. Ich muss gerade ein Jahr warten, bis du den Zaubertisch aufhebt. Ich glaube, ich kann nicht anfangen zu zaubern. Wieso? Weil ich Obsidian brauche. 10 Obsidian für den Netherportal und für das Netherportal. Ich kann das hier nicht aufheben. Was? Das liegt einfach nur bei mir. Was ist denn das? Ich habe wieder Mega-Lag. Ich leg disconnecte kurz. Dann seht ihr live in der Aufnahme, wie man disconnected. Und wieder connected. Und. Komm schon. Stopp. Ich kann immer noch nicht drauf zugreifen. Ah, jetzt. Oh, da ist ganz viel Fleisch drin. Ja. Womit fange ich dann an, wenn ich dich zaubern kann? Also da wo das Loch ist, ist der, denke ich mal, die Lava, ne? Ja, da kommt die Lava hin. Kannst du da nicht so eine Art Zaun rumziehen? Lava, ich dachte, ich muss da Feuer hinmachen. Kann ich da ohne Gefahr die Werkbank hinklatschen? Sollte nicht anbrennen. Ja, nee, genau auf der gegenüberliegenden Seite von der Lava habe ich die gesetzt. Und zwar, nee, okay, nicht genau. So, die Kohle teile ich auf die beiden Öfen. So, dann baue ich schon mal eine Kiste. Musst du genau das Erz hin platzieren? Hä? Du hast echt Unfälle das erste eingesetzt. So, die eine Kiste, die hier oben steht, das ist die einzige, die hier steht, bitte. Wieso dachte ich gerade, dass ich hier da Feuer drunter machen kann und in die Nähe gehen muss dafür? Da musst du einfach drunter rennen, da Feuer. Feuer war ein anderer Mod. So, hier kommt das, da geht's Richtung Lager gleich. Ich darf nämlich jetzt erstmal Holz hacken gehen. Das ist, was wir noch gar nicht in dem Mod gesehen haben. Da wir uns schon mal. Oh, der Eukalyptusbaum ist gewachsen, den ich gepflanzt habe. Was ist ein Eukalyptusbaum gepflanzt? Ja, ich hatte einen Sapling, den habe ich direkt dahin geplant. Weißt du, welchen Baum du für mich abfallen darfst? Nö. Weiß ich nicht. Siehst du da hinten den fetten Baum? Welchen? Also, siehst du von hier aus nicht. Wo bist du denn? Hier oben drauf. Auf den Hügel. Am Eukalyptusbaum. Achso, dahinter bist du. Ich seh dich gar nicht dadurch. So krass ist der gewachsen. So, was den, denn? Den da. Den großen fetten Baum siehst du jetzt. Meinst du den hinter den ganzen kleinen Bäumen? Ja. Warum soll ich den abholzen? Hier ist Magie. Der hat Magie. Aura. Oder wie auch immer. Ich hab gerade ein Spoils-Bag gekriegt. Was ist das? Keine Ahnung. Das kann ich auf jeden Fall ausrüsten. Oder? Ja, das ist jetzt bei meinen Ausrüstungen.
Okay. Schiff sagt mir auch nicht, was es ist. Ich halte es mal im Inventar fest. Halt es fest in deiner Hand. Also, die haben einige Sachen hinzugefügt noch, weil die Dinger verbessert wurden, die Mods. Nur Timbermod fehlt mir halt. Ja. Oh, hier sind Rubberbäume. Ja, die kannst du einfach so fällen. Ich sehe von der Suche und frage mich, was ein Zahnwalter, ja. Cobblestone. Ich muss jetzt in unser aus dem magischen Boden reinbauen. Kann man aus dem Holz irgendwas machen? Also ich denke mal Bretter. Aus dem Magieholz? Nee, aus dem Rubberholz. Da aus was Truppenholz einfach. Rubberwood. Ah, okay. Mach ich einfach mal. Und hallo Magiebaum. Greatwood-Baum heißt der. Ja. Guck mal die Blätter an. Ja, was ist... Oh, die verfärben sich, cool. Magiebaum halt. Alle blaues Blatt. Schade, ich dachte, du wunderst dich, warum sich das Ding färbt. Okay, ich muss nochmal zurück, weil eine Axt reicht nicht, habe ich gerade gemerkt. Also ich weiß es schon. Ich habe auch Oakwood, okay. Naja, stimmt, das ist Eichenholz, ganz normales. Ja. Ich war gerade verwirrt wegen der Übersetzung, deswegen. Also weil ich eigentlich nie in Englisch spiele, aber löse immer in Deutsch. Ich finde eine Druckplatte. Ja, ich setze eine Druckplatte. Du kommst hier einfach in unser Fragezeichen-Schall, warum ist denn nur Cobblestone auf dem Boden? Wegen der Lava. Ja, weil das hier unser Arbeitsbereich ist. Arbeitsbereich. Hast du das Haus einzig mal gebaut? Egal. Ich weiß dann nicht, was du mit dem Holz willst, mit dem Magic Wood. Ich nenne es aber Magic Wood. Weil ich das brauche, um Sachen zu erforschen. Okay. Wo baue ich den unendlichen Boden hin erstmal? Hier. Leg ihn in die Truhe. War den noch halb in der Wand drin? Gute Idee. Könnte ich sehen, was ich meinte. Hoffe ich mal, dass ich da noch zu kommen. Ich hoffe noch dazu kommen, die erste Zauberformel fertig zu bekommen. Das sollte eigentlich gehen. Ich muss mir die ganze Kohle holen, die wir haben. Hallo? What the hell? Wie hoch ist der Baum bitte? Hoch. Ich will einförmig einfach hochbauen, so mache ich das immer. Oder habe ich das gemacht immer? Habe ich ja versucht, aber da waren dann halt Blöcke weg an ein paar Stellen. Da zum Beispiel. Tut mir leid, ich muss unser Eisen verbraten. Unser Kohl verbraten. Boah. Muss ich den Leuten erklären, was ich mache? Müsstest du, ja. Okay, ich habe jetzt hier in den Zaubertisch Papier drin. Jetzt tue ich Kohle drauf und hier sieht man, was für Fähigkeiten da drauf sind. Jetzt drücke ich auf die Lupe
Hier entsteht ein Kästchen. Und ich hoffe jetzt noch ein Kästchen. Ja, jetzt hat sich das Feuer reingezogen von der Kohle. Und jetzt müssen wir das Potenzial reinziehen, eigentlich. Und er macht es einfach nicht. Zieh das Potenzial rein. Verdammt. Ich habe keine Kohle mehr. Ich sehe es schon. Komm. Okay, ich habe das Baumende erreicht, zum Glück. Ich habe gleich das magische Dreieck fertig. Potenzial. Kohle zurück. Oh, meinen ganzen Minecraft-Tag damit verbracht, einen Baum abzubauen. Einen Baum. Erfolgreich. Einen einzigen Baum. Dann willst du hier Fackeln rein, um das Letzte zu ermitteln. Das nennt sich, glaube ich, Lux. Ja, Lux. Hallo. Ich will ein Jetpack. Spiel, ich will noch ein paar Fackeln haben. Hast du gehört? Oh. Ich will ein Jetpack, aber dafür haben wir das falsche Modpack genommen. Jetzt habe ich Discovery, Nitor. Das geht übrigens bei Tacket, denke ich mal, ne? Was? Jetpack. Dann geht hier auch. Ja, auch? Cool. Okay. Ich weiß nicht, ob du das... Schau mal, Namikon. Den Namen habe ich lange nicht mehr ausgesprochen, ich kann ihn nicht mehr. Ja, Thorsten, du musst gleich schon für mich testen. Also solche Versuch kann ich nicht spielen. Jupp. Ach, hier ist auch noch Kohle. Was machst du? Die Geräusche? Ich bete gerade, dass die Blätter nicht so schnell verschwinden. Das ist von meinem Gun. Wieso? Weil ich dann sehr schmerzhaft lande. Ich bin gerade ganz oben auf dem Baum. Ich bin in der Baumkrone. Kennst du das noch, Thorsten? Was denn? Nitor. Nö. Okay. Dann siehst du gleich, was Nitor sind. Weil ich zaubere davon und... Zombie, da ist nichts mehr. Da kannst du ruhig einbrechen. Doch, da sind noch unsere Kisten. Aber dann kann ich nachgucken. Jetzt kann ich Nitor, dafür brauche ich 4 Potenzial, 6 Lux und 4 Ignis. Da schweben immer noch Blöcke in der Luft. wie viel brauchst du nochmal? Keine Ahnung. 4, gut. Immer 2 Kohle und 6 Fackeln. So, wenn ich jetzt... Okay. So. Das ist aber direkt für die Leute. Und so. Das war nicht jetzt aber direkt, dass ich mich gerade anzünden lassen habe. Von meinem Kessel. Schau jetzt einfach mal, ich habe nicht noch welche übersehen. Nein! Verdammt! Hoffentlich funktioniert das noch, was ich hier gemacht habe. Also, damit du schon mal Bescheid weißt, Stefan, das mache ich nicht nochmal. Okay. Das funktioniert. Was? Nitor zu machen hat funktioniert. Obwohl ich in den Kessel eine falsche Zutat reingetan habe. Was ist denn ein Nitor? Siehst du gleich. Ich will erst den Leuten zeigen, was ich hier mache. Wir haben noch ein Minütchen. Machen wir es in Überlänge. Ah, nee. Können nicht so lange. So, ich weiß schon, wie ich diesen Part nenne. Ja, komm. Das seht ihr ja dann. Also, da werden zwar dann noch ein paar Holzblöcke. Ja, ich komm. Da werden zwar dann noch ein paar. Erdblöcke rumschweben, aber das ist unwichtig. Müssen die Bar beenden. Nein, Zombie, nein! Nein, nicht beenden. Erst noch schnell zeigen. Was denn? Nix.
Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. So, was willst du Komm dir zum zeigen? Kasten, dann zeige ich den Leuten das jetzt erstmal von Ja, dir. zeig mal. Oh, es kommt Erstmal, übrigens das Wasser. okay, schon da durch. Okay, ich will nicht da rein. Eins, zwei, drei, drei. Wird's jetzt so schön, ne, Thorsten? Ja. So, Blubberblasen. Komm, wir müssen uns beeilen. Was hast du jetzt gemacht? Nito. Ah, oh, okay. Ja, er war schon Fackeln. Im nächsten also, Part, im nächsten Part. Hatte innen. Im nächsten Part erklärt Stefan, wie, was das ist. Okay, er hat es gerade erklärt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschö.